Salam. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist natürlich extrem laut. Ich bin hier am Sportapoint Zeppelinheim. Und ja, es ist Berufsverkehr, es ist viel los auf der A5. Kurzes Feedback von euch bitte. Bild und Ton. Ja, ich meine Ton. Ich weiß, sehr laut. Aber ihr könnt mich trotzdem verstehen, oder? Ich hoffe es. So, da kommt der nächste Flieger rein. Ja, wir hören dich. Okay, super, danke schön. Ich habe das Mikro extra ganz nah ran. Okay, super. Okay, dann können wir ja starten zum nächsten Abenteuer hier am Sportapoint Zeppelinheim. Ah, die setzen immer genau da auf, wo dieser Schornstein ist. So, jetzt kommt als nächstes rein. 747, oh, sehr schön. Lufthansa 747 aus Mexiko. Wunderbar. Ah, die Landezüge auf der 25 Center hat wohl einen Swingover gemacht. Wow, 241 Zuschauer. Herzlich willkommen zu dem spontanen Planespotting hier in Zeppelinheim. Sehr schöne Landung auf der 25 Center. Wunderbar. So, was kommt als nächstes rein? Schauen wir noch mal kurz. Die Discover aus Palma de Mallorca macht jetzt gerade auch einen Swingover. Haben wir noch was Schönes, Großes? 325 Zuschauer, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem spontanen Planespotting. Normalerweise wollte ich pünktlich live gehen, aber wie das so manchmal ist, es kommt immer mal was dazwischen. Und hat auch die Benachrichtigung gar nicht rausgehauen, das kam auch noch dazu. Ihr wurde gar nicht benachrichtigt, dass um 14 Uhr ein Stream stattfindet. Ja, heute ging es ein bisschen drunter und drüber, liegt bestimmt daran. Oh, die Retro geht ja raus nach Tokio. Ja, die rollt runter 218. So, nächster Inbound. Das Cover aus Palma de Mallorca. Wenn ihr wollt, kann ich auch versuchen, etwas lauter zu sprechen. Da, 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 da. Du bist sehr gut verständlich. Okay, super. Ja, das war eigentlich das nächste Problem, als ich selber mal reingehört habe. Habe ich mir gedacht, oh Gott, ob die Zuschauer mich da hören. Da die Autobahn ja direkt, ja, sozusagen neben mir ist. Man kann schon fast sagen, ich stehe direkt an der Autobahn oder auf der Autobahn. So, aber jetzt will ich nicht so viel babbeln. Denn wir wollen ja hier planesporten. Was kommt als nächstes rein? Landet auch auf der 2.5 links. Müsste dann eine Lufthansa wohl sein, ne? Lautstärke gut, okay, super, Dankeschön. Ah, 321 ist das. Ja, ist gerade nicht viel los. Landen viele halt jetzt auf das Center. Wow, gleich haben wir 400 Zuschauer schon. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Planespotting hier am Sportapoint Zeppelinheim. Ja, hier sieht man direkt die A5. Aber dafür haben wir heute schönes Sonnenlicht. Es gibt ebenfalls eine Center-Landung. Sorry, da war ich ein bisschen zu schnell. Wunderbar. Oh, Emirates, Pushback. Ja, Pushback schon beendet. Die rollt schon in Richtung 1.8. Die 777. So, was kommt als nächstes rein? Lufthansa A320 aus Berlin. Der nächste große Heavy ist die Asiana Airlines in 22 Minuten. Mit dem A350-900 aus Seoul. Gianni, willkommen als Silbermitglied. Hab noch gar nicht gehört, nochmal. So, jetzt aber. Dankeschön und herzlich willkommen. So, da rollt eine Lufthansa. Die läuft runter zur... läuft, genau. Die rollt runter zur 1.8. Ne, Quatsch, das ist keine Lufthansa. Das ist ja die Sky Express. Es geht nach Athen. Alles klar, Dankeschön für die Info. Wegen Mike Charlie, der noch in Manila Urlaub macht. Der hat ja alle beide Triebwerke abgedeckt. Von dem zweiten Flieger dahinter. Müsste ein Neo sein. Heidi, hattest du was gespendet oder so im Chat? Weil du meinst, du hast geschrieben, ich habe kein Ding-Dong bei dir gemacht. Wann war das? Habe ich was übersehen? Kein Problem, mache ich sehr gerne. So, habe ich so auch noch nicht gesehen. Sieht cool aus, ne? Mit der blauen Abdeckung. Direkt mal ein Bild machen hier. Das sehe ich normalerweise nur bei der DHL-Maschine. A320 Neo ist das. Konrad, vielen Dank für 2 Euro. Ja, komplettes Triebwerk hinten genauso, auch alles abgedeckt, damit da ja kein Vogel sich da einnistet. Dankeschön, Konrad, für die Unterstützung. So, als nächstes kommt rein Lufthansa A320 aus Stuttgart. Landet auch auf der 2.5 Center. Oh, die Emirates, geht hier echt heute über die... Das ist aber auch neu, dass die über die Center rausgeht, bei 2.5 Betrieb. Da ist nicht viel los. Warum soll sie dann bis zur 1.8 rollen auch? Die Zeit kann sie sich ja sparen. Knossi sitzt in der 777 nach Dubai. Ja, dann wünsche ich mir einen guten Flug. Knossi ist ja ein Livestreamer. Bekannt ist er geworden über Twitch, so viel ich weiß. So, nächste Landung. Ach, da ist er ja. So, jetzt haben wir aber eine 2,5 Linkslandung. So, wo ist er? Sacre bleu. Wo ist das Schild? Da. Dann müsste er jetzt irgendwo da oben sein, der kleine Flieger. Ihr habt ihn bestimmt schon gefunden. Nur ich nicht. Da ist er doch. Wobei, sieht aus wie eine Centerlandung. Was hier los ist auf der Autobahn. Singapur A380 Überflug. Oh ja, da oben. Gucken, ob wir den drauf kriegen. Die Sonne blendet mich zu sehr. Der Kondensstreifen ist noch nicht mehr so stark, dass man den sofort da oben sieht. Ist es nicht. Er fliegt gerade parallel zum Kondensstreifen, müssen wir ihn gleich sehen. Ah, ich muss wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Nee, ich kriege nicht drauf. Die Sonne blendet mich auch. Ich sehe es nicht auf dem Display. Da ist er wieder. Ein Umschlepp. Christa, willkommen als Silbermitglied. Dankeschön Christa und herzlich willkommen. So, als nächstes kommt eine CJ9 rein. Wo ist die kleine Zigarre? Da oben ist... Nee, das ist Nordwest. Da ist sie doch. Da oben Lufthansa landet da oben auf der Nordwest, wenn ich das richtig sehe. Jo, Lufthansa landet auf der Nordwest, aus Hamburg kommt die Maschine. 747 Zuschauer, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum spontanen Planespotting hier am Sportapoint Zeppelinheim. Die Retro geht heute nach Tokio. So, dann kommt eigentlich der 350er rein. Sehr schön, als nächstes. Gucken, ob wir die Retro von hier aus noch erwischen können. Da ist sie doch. 747-8 auf dem Weg nach Tokio. Zack, weg ist sie. Ah, da steht noch eine grüne Ringelsocke, wenn ich das richtig sehe. Ja, herzlich willkommen nochmal an alle, die jetzt neu dazugestoßen sind. 754 Zuschauer sind wir schon. Wer es noch nicht getan hat, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Wir brauchen nur noch wenige Abonnenten bis zu den 35.000. Und gerne dem Livestream einen Daumen nach oben geben. Auch wenn es heute leider sehr laut ist. Aber dafür kann ich leider nichts. Denn direkt neben mir ist die A5 präsent. Und es ist Rush Hour. So, als nächstes kommt rein A350 aus Seoul. Und der landet auf der 25 links. Sehr gut. So, dann schwenken wir mal zurück. Na, wo war das Licht? Wo ist der höchste Baum? Das ist so schwer, ey. Das gibt's ja gar nicht. Oh, das ist Grüppel. Hier drüben muss es sein. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's auch gar nicht. Ich finde den nicht. Der 350er, wo ist er? Das gibt's nicht. Ja, an dieser Stelle muss ich noch ganz kurz sagen, Norbert grüßt euch alle. Norbert, unser Planespotter hier in Zeppelinheim, ist auch wieder am Start. Grüße gehen raus, soll ich sagen, an euch. Jetzt kommen wir als nächstes rein. Ja, Lufthansa rein auf der Nordwest. Oh, da haben wir ja die ITA Airways. Ich nehme an, die rollt jetzt gleich an uns vorbei. Wird wohl über die 1.8 rausgehen. Richtig im Norbert aus. Norbert steht oben. Ich bin ja ziemlich weit unten hier. Oh, kann auch sein, dass es über das Center rausgeht, oder? Ist ja nichts los gerade. Dann spart die sich den Weg runter zu 1.8. Dankeschön, Jennifer, und herzlich willkommen. Ja, sie geht über das Center raus, die wunderschöne ITA Airways. Rolling Takeoff oder Turn and Burn. Was kommt als nächstes rein? Heute war die Austrian Airlines auch wieder mit der 777 in Frankfurt. So, nächste Zigarre kommt rein. Landet auf der 2.5 Center. Triple 7 aus Chicago in 20 Minuten. Dankeschön, Sachse. Das ist die Lufthansa Cargo, ne? Je näher man an die Maschinen rankommt, umso schwerer wird es, der Maschine zu folgen. Und Christa haut eine Mitgliedschaft raus. Dankeschön, Christa. Und Glückwunsch an Line. Die Mitgliedschaft geht nach Hamburg. Hallo, bist du scharf? Dankeschön, Christa. Der 350er. Oh, noch 5 Abonnenten brauchen wir. 5 Abonnenten noch bis zu den 35.000. Ja, herzlich willkommen nochmal an alle Zuschauer. 876 Zuschauer sind live dabei in Frankfurt. Wird gerade live gestreamt und zwar am Sportapoint Zeppelinheim. So, als nächstes kommt rein Lufthansa aus Luxemburg mit einem Embraer ER190. Was haben wir danach? Was Kleines wieder, CH9. Dann kommt der nächste Heavy. Eventuell die Lufthansa Cargo. Und direkt dahinter die LATAM 767 aus Amsterdam. Bernd haut 3,50 € raus. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh ja, es funktioniert. Dankeschön, Bernd. Und natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle neuen Abonnenten. Wir haben die 35.000 Abonnenten geknackt. An dieser Stelle herzlich willkommen auf diesem Kanal und schön, dass ihr da seid. Wow, 35.000. So, nächste Landung. Aus Luxemburg kommt die Maschine. Ja, zum Glück haben wir heute keinen Regen. Zum Glück haben wir heute ein bisschen Sonne in Frankfurt. Wobei, ein bisschen kann man jetzt sagen, es scheint ja schon seit heute Morgen hin und wieder immer die Sonne raus. Es sind zwar ein paar Wolken am Himmel und ein paar Schleierwolken, aber die Sonne hat immer noch genügend Möglichkeiten rauszukommen. Aber hier hinten wird es schon wieder dunkel. Aber take it easy. So, als nächstes. Come on. CH9, oder? Das kleine Tippchen muss man erstmal finden hier. Ja, das ist hier ein, wie gesagt, ja, kein neuer Sportapoint hier in Zeppelinheim, wo ich jetzt gerade bin. Aber ich bin etwas versetzt, wo ich normalerweise bin in Zeppelinheim. Aber hier hat man mehr die Möglichkeit, die Centerlandungen zu filmen und auch die Maschinen, die reinkommen. Hamburg Hafen Live, hi, sei gegrüßt. Schöne Grüße nach Hamburg. So, jetzt haben wir wieder eine 2,5 Linkslandung. Frank, vielen Dank, auch schon seit 3 Monaten Silbermitglied. Dankeschön für die Unterstützung. Und moin aus Iserlohn und Glückwunsch zu den 35.000 Abos. Ja, ist schon heavy. Dankeschön, Frank, für deine Unterstützung und viel Spaß auf diesem Kanal noch. Aber man merkt, der Wind wird stärker. Lufthansa Cargo über Weilburg, Dankeschön. Kriegt da sein Pushback? Habe ich das richtig gesehen? Nee, das Cover ist es nicht gewesen. Da habe ich mich wohl getäuscht. Ah doch, die British Airways, die kriegt aber Pushback. Ja. Irgendeine Maschine kriegt in Frankfurt immer Pushback. Da muss man nicht lange suchen. So, hier, British Airways. So, LATAM. Dankeschön. 2767, machen wir kurz mal Flightradar auf. Schauen wir mal rein hier. So, als nächstes kommt rein. CJ9 aus Münster. Wow, 900 Zuschauer. Herzlich willkommen. Oh, Air Belgium. Pushback. Die angeschlagene Airline, die momentan, glaube ich, für Sri Lankan fliegt. Air Belgium fliegt jetzt nach Colombo. So, ganz kurz hier mal. Handschuhe anziehen, es ist richtig kalt geworden. Morgen soll es wieder wärmer werden. So, dann haben wir die nächste Landung. Wir müssen noch den Flieger finden. Da ist er. Die nächste Maschine kommt rein. Lufthansa A319 aus Salzburg. Was ist denn hier Belgien? Oh, schade, Lufthansa Cargo wird wohl auf der Nordwestlanden. Wow, 1000 Zuschauer. Ist ja nicht zu glauben. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wer es noch nicht getan hat, gerne den Kanal abonnieren, liebe Zuschauer. Und die Glocke aktivieren. Auch ganz wichtig, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich live gehe. So wie heute war das nämlich ein ganz spontaner Livestream. Da gab es keine Benachrichtigung leider. Das lag aber an mir. Denn den Livestream habe ich ganz spontan aufgesetzt. Ich war normalerweise unterwegs gewesen. Aber ich habe mir gedacht, heute scheint die Sonne, wer weiß, wie es morgen wird. Und es soll ja auch zumindest heute trocken bleiben. Und wir haben schon die ersten 500 Likes. Meldet Joani und Hannes, Dankeschön. Vielen Dank für 500 Likes nach 53 Minuten. British Airways geht über Center raus. Und die Air Belgium rollt runter zu 1,8. Takeoff. Nächste Landung. Oh, das ist doch V79. Wenn er im Dienst ist, müsste es Mario gewesen sein. Mario Hahn. Auch ein schönes Bild, oder? Mit den zwei Flieger jetzt im Bild. Da haben wir die Lufthansa Cargo im Hintergrund, die auf der Nordwest landet. So, nehmen wir noch schnell die Lufthansa Cargo auf. Dem Fuchs hin geht's gut. Hatten wir, glaube ich, vorgestern gehabt im Livestream. wo bleibt die Sonne? Lufthansa A321 landet jetzt auf der Center. So, nächste Landung. 320 Neo. Hallo Toni, sei gegrüßt. Dankeschön. So, jetzt endlich nochmal eine 2,5 Linkslandung. So, mal kurz einen großen Display machen, sonst sehe ich die Maschine nicht. Bei so vielen Bäumen. Zu glauben. Schade, jetzt bräuchten wir die Sonne. Ein bisschen zu viel Zoom. Oh, da ist ja die Katar heute. Die ist ja heute auch mit einer schönen Livery in Frankfurt. Die 777. Wo haben wir sie? Kriegen wir sie aufs Bild? Na, Logo, da ist sie doch. Die rollt bestimmt runter zu 1,8, oder? Formula One Global Partner Livery. Die rollt runter zu 1,8 und die Air Kairo. Oh, was haben wir da Schönes? Zigarre. Kriegen wir noch den Start mit von der Kairo? Da kommt ja das 600. Airbus rein, A321 mit der Zahl 600. Vielleicht sogar okay, dass zusammen ein bisschen rauskommt. Ja, herzlich willkommen nochmal an alle, die jetzt neu dazugestoßen sind. Ja, komm. Auf dem großen Display. Sonst findet man den Flieger nicht. Ah, Air Dolomiti ist das. Und unten an 1.8 dürfte jetzt die Queen rausgehen nach Seoul, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, 747-400. Jetzt kommen wir als nächstes rein. Wo bleibt denn die LATAM eigentlich? 2 Minuten. So, Takeoff. Na. Da ist ja immer noch die Baustelle. Wie lange die jetzt schon geht? So, als nächstes haben wir wieder eine Center-Landung. Und zwar Air Dolomiti aus Verona. Dann noch eine Air Dolomiti aus Turin und dann endlich eine 767 mal. Oh, was Größeres wieder. Sehr schön. Die Sonne zeigt sich wieder. So, LATAM Cargo. Ich bin gespannt, wenn der rüberzieht. Welche Maschine? Oder? Ich filme. Ja. Rix, willkommen als Goldmitglied. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Unterstützung. Bitte? Kann man sich das irgendwo angucken oder ist das irgendwie live? Ja, ich bin live. Live auf YouTube. Deswegen. Ja. Findet man nicht? Einfach eingeben, One and More Aviation. One and More Aviation, genau. Bitte, bitte. So, 320 Neo haben wir da. Der landet auf der Center. Es geht gleich weiter, direkt hinterher dir. Der nächste Flieger. Wieder eine Lufthansa. Kommt aus Barcelona, der A320. Upsala. Oh, ist nicht so einfach. So, als nächstes kommt rein Lufthansa A320 aus Mailand. Ja. Mit der neuen Position muss ich erstmal klarkommen hier mit meiner Kamera. Wir müssen da noch ein bisschen gemeinsam ein paar Schwenks hier ausüben. Diane, herzlich willkommen als Silbermitglied. Dankeschön, Diane. So, ganz kurz mal. So, jetzt kommen wir als nächstes Großes dann mal rein hier. Kelle, Kelle. Wo bleiben denn die Großen? In der nächsten halben Stunde passiert da nichts. Wenn ich das richtig gesehen habe. Air China mit dem A350 wird wie gewohnt bestimmt auf der Nordwest landen. Jetzt haben wir noch die LATAM, die 777, die heute Abend wieder rausgeht nach Sao Paulo und die sandfarbene Ringelsocke. Da weiß es nicht, wann die rausgeht. Und dann haben wir noch eine 747. Ich nehme an, das ist die wohl, die nach Shanghai geht. Müsste, glaube ich, 747-8 sein. Was kommt als nächstes rein hier? Alles gut? Na klar, Norbert. Gut, bei dir? Ja, danke. Ja. Norbert. Beste Mann hier in Zeppelinheim. Peter, willkommen als Silbermitglied. Dankeschön, Peter, für die Unterstützung. Hier sehen wir nochmal das Vorfeld vom Terminal. Da sehen wir nochmal die Sky Lounge. Und hier hinten steht noch der 350er, der heute Abend rausgeht. Ethiopian Airlines. So, was kommt als nächstes rein? Air Dolomiti aus Triest. Sehr schöne Landung. Da haben wir wieder zwei Flieger im Bild. Lufthansa A321. So, als nächstes 320 Neo. Sehr schön. Gefällt mir soweit ganz gut hier, die Position. Wir gucken, vielleicht noch 1-2 Meter wieder zurückgehen beim nächsten Mal, damit wir das Aufsetzen hier auf der 2.5 links besser sehen können. Damit nicht dieser blöde Schornstein im Weg ist, von diesem Trafo aus. So, als nächstes kommt rein eine CJ9. Ja, man merkt, das ist nicht viel los. Oh, ist das Mario Hahn? Nee. Aber es ist V79, ist normalerweise sein Auto. Aber anscheinend ist er wohl nicht im Dienst. Ja, da wackelt ganz schön, oder? Der 320. Naja. Sieht nur alles so schlimm aus, ist es aber gar nicht. Also eine tolle Landung. Oh, Lufthansa Cargo. Geht bestimmt wieder nach Mexiko, oder? Wenn die über die Center rausgeht. Es geht nach Toronto. Für die 777. So, was landet als nächstes auf der 2.5 links? Lufthansa A320 Neo aus Bukarest. Da nehmen wir doch den Start mit her von der 777, oder? Noch ein bisschen Abwechslung reinbringen. 1018 Zuschauer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Planespotting hier in Zeppelinheim. Nach wie vor haben wir 2.5 Betrieb. Und Turn and Burn. Bleibt sie nochmal stehen oder geht's gleich los? Oh, nee, sie bleibt nochmal stehen. Gut, da können wir nochmal die Landung aufnehmen. Na, Lufti, was ist los? Ah, okay, da ist noch jemand short rausgegangen auf das Center. Deswegen muss sie warten. Da ist nämlich die Lufthansa A319 nach Dublin gestartet. Und jetzt kommt rein Austrian Airlines A320 aus Wien. Ciao, ciao. Hier oben haben wir den 350er. Das sieht aber auch dunkel aus da oben, meine Güte. Wie gewohnt landet Air China mit dem 350er auf der Nordwest. Zack, weg ist er. Oh, Royal. Ja, Marokk mit einem Embraer in Frankfurt. Kommt er normalerweise immer mit der 737. Nicht schlecht. Oh, Condor 767. Geht's wieder nach Kuba? Ja, nach Varadero. Es gibt ja nur noch 3 Stück in der Flotte bei der Condor. Das ist echt schade. Wow, 1103 Zuschauer. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nicht vergessen, wer es noch nicht getan hat, gerne den Kanal abonnieren, liebe Zuschauer. Abonnieren ist kostenlos. Und dem Livestream gerne einen Daumen nach oben geben. Und viel Spaß im Stream. Wie alt ist denn die Dame? 31 Jahre alt. Ich glaube, das ist die älteste, die noch aktiv ist bei der Condor. Dezember 1992 ausgeliefert worden. Ihre Tage sind leider auch gezählt bei der Condor. Ich nehme an, danach wird sie umgebaut zu einer Frachtmaschine und geht wahrscheinlich zur UPS.8.082 Kilometer stehen bevor. Bis nach Kuba, Varadero. Aktuell haben wir da 10.07 Uhr und angenehme 27 Grad. Vielen Dank für über 805 Likes, liebe Zuschauer. Dankeschön fürs Liken. Dankeschön. Ja, da geht aber vorher noch eine Lufthansa raus, A320 Neo, nach Hamburg. Und dann darf die Condor abheben. So, was kommt als nächstes Großes hier mal rein? Türkische Airlines, A330-300 in 11 Minuten. Juhu! Auf geht's, Condor. Take off. Aber lang, bis er abhebt. Thomas Dietrich haut eine Mitgliedschaft raus. Dankeschön. Und Glückwunsch an Jörg. Dankeschön, Thomas. Oh, nächste Landung auf der Center. Was haben wir da Schönes? Lufthansa A320. Sehr schön. So, was haben wir da? Lufthansa A321 aus Madrid. So, jetzt kommt noch von C9 rein aus Zagreb und dann etwas Größeres mal, nämlich die Türkische Airlines mit dem 330-300 aus Istanbul. So, was bietet sich denn da noch an? Die JAL in 22 Minuten aus Tokio Narita. Und was kommt da aus München? Oh, der Tümer, der kommt wieder zurück, ne? Papa Charlie. Zumindest hat er schon mal den Transponder an. Fliegen die wieder Übungsflüge für die Crew. Und die Singapur A350-900 in 46 Minuten erst. So, da startet die Air Dolomiti. In die schwarzen Wolken rein, ne? Oh, der Air Dolomiti fliegt nach London City. Ich wusste gar nicht, dass sie da auch hinfliegt. Die Air Dolomiti. Oh mein Gott, die dunklen Wolken. Aber ich bleib's trocken. Da sehen wir nochmal den 350er, der auf der Nordwest gelandet ist. Türkische Airlines im 330. So, dann kommt als nächstes jetzt rein Lufthansa A320 Neo aus Stockholm, landet auf der Center und auf der 25 links dann die Lufthansa aus Malta. Panther, Dankeschön für 1,49 Euro. Ist das eine Rose? Schenkst du mir eine Rose? Das ist aber nett. Dankeschön. Auch wieder eine sehr schöne Landung. Punkt genau. Diane, Dankeschön für 2 Euro. Dankeschön für die Unterstützung. So, nächste Center-Landung. Das sind alles visuelle Anflüge. Da fliegen die Piloten selber. Das ist nicht nach, also nicht mit dem ILS sozusagen Instrument. Das sind visuelle Landungen, da müssen die Piloten selber Hand anlegen. Wobei man ja bei der Nordwest oder bei der 25 links über ILS landet. Ihr könnt mich da gerne korrigieren, wenn ich da irgendwas Falsches sage. Aber das ist so meine Information, die ich habe. Welche Temperatur haben wir gerade in Frankfurt? Es ist auf jeden Fall knackig kalt geworden. Acht Grad. Das kommt mir vor wie 2 Grad. Aber zum Glück ist es ja windstill. Also ist nicht viel Wind unterwegs zum Glück. Hat wieder abgenommen. Und ich hoffe, dass die grauen Wolken das nicht regnen lassen. So, sandfarbene Regensocke. Mach dich auf den Weg zur 1.8. Wo geht's denn hin? Ah, es ist wieder soweit. Es geht nach Mauritius. Ab in die Flitterwochen. Finnland, minus 23 Grad. Oje, oje. Das wäre jetzt nichts mehr für mich. bin ja froh, dass wir es ja mittlerweile fast jeden Tag hier zweistellig haben. Ich glaube, morgen soll es schon wieder 13, 14 Grad geben. Nur heute soll der Tag so kalt sein. Die zwei Pfosten, ne? Sehr gut. So, was kommt als nächstes rein? Oh, wie süß, CR9 aus Posen. Landet auf das Center, sorry. So, wie lange braucht die alle noch? 8 Minuten noch, bin mal gespannt. Ich hoffe, die landet auf dem Hauptareal, auf der 25 links und nicht auf der Nordwest. Mich würde da mal interessieren, was sie da hinten bauen. Was haben wir da noch Schönes? So, der Dreamliner aus München ist gestartet. Braucht noch 29 Minuten. Und dann braucht die Singapur noch 33 Minuten. Und dann kommt noch die Air China aus Peking in 35 Minuten. Oh, da kommt ja noch eine 747 rein, sehr schön, in 26 Minuten. Oh, das wird ja knackig. So, kommt da ein bisschen Traffic jetzt auf uns zu. Wird ja mal Zeit, dass wieder ein paar Heavys reinkommen. In der Zeit trinke ich mal jetzt einen Schluck. Prost in die Runde, liebe Zuschauer. Geht's euch noch gut, ja? Bei der Lautstärke hier. Und Mr. Banito haut eine Mitgliedschaft raus. Dankeschön. Dankeschön, Julian. Ist eigentlich echt ein guter Sportapoint hier in Zeppelinheim, wenn man eine gewisse Höhe hat. Aber die A5 macht das Ganze irgendwie ein bisschen, ja, unattraktiv nicht, aber es ist halt, lange kann man es hier eigentlich nicht aushalten. Es sei denn, man ist, ja, etwas eingeschränkt mit dem Gehör. Oh, was kommt denn da Schönes rüber? Schwenken wir mal rüber zur Cargo City Süd. Die holen die grüne Ringelsocke rüber. Wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr schön. Hä, was sagst du? Ja. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen hier. Der gelbe Ringelsockenbus. Den habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja cool. Ja, haut ein paar grüne Emojis raus. Man muss sagen, es sind viele Spotter in Zeppelinheim. Aber gut, manche Gemeinden haben ja auch heute frei, haben keine Schule. Heute in Frankfurt war ja auch nochmal Umzug. Klar, Paris in Heddernheim, ein Stadtteil von Frankfurt. Am Sonntag war der große Umzug in Frankfurt. Offenbach weiß ich gar nicht. So, der muss stehen bleiben, denn es kommt rein. Next Inbound. Die Air France aus Paris. Und die landet auf der 25 links. So, da möchte ich mich noch bedanken bei Fred für 2 Euro. Die Baustelle wird der neue Fuchsbau. Ob der wirklich nach Zeppelinheim kommen will? Ich rate davon ab. Es ist zu kalt. Ach, Quatsch. Zu laut hier. So, nächster Inbound. Nächster Anflug. Was kommt da rein? Und oh, die TAP mit dem A321 aus Lissabon. Jetzt geht's aber hier zu. Schlag auf Schlag. Sorry für den krassen Schwenk. Oh, das ist schon ideal. So, auf geht's für die Condor. Also für die Condor nicht, aber für die Maschine geht's in Richtung Gate. Kann ja gerne halt mal nachgucken, wo die hingeht. Das ist die Romeo Echo. Romeo Echo. Stefan, Dankeschön für die 5 Euro PayPal Donation. Spontanität für das Spotting heute. Dankeschön, Stefan. Und dann möchte ich mich noch bedanken für Florian. Dankeschön für die 5 Euro. Dankeschön, Florian. So, muss jetzt glaube ich die KLM sein, oder? Nee. Oder? Moment. No. Oh, das ist die British Airways. Oder? Ja, doch. Cool. Die habe ich noch gar nicht fotografiert oder gefilmt. Die British Airways mit dieser Livery. Sorry fürs Wackeln. So, da hat der A321 mit dem Taufname Würzburg Feierabend. Ah, wo bleibt die Schärfe? Ich winke ihm zu, aber er hat es, glaube ich, nicht gesehen. Aber er hat zumindest hier hochgeguckt. So, was kommt als nächstes rein? Oh, Lufthansa Cargo aus Mexiko. Und landet auf der Center. Ja, da wird wieder fleißig gewunken auf der Brücke und deswegen hupen die Lkw-Fahrer wie verrückt. Also an mir liegt es nicht. So, der nächste Heavy kommt rein. Aus Tokio. War das gerade gewesen. Wie lange war sie unterwegs gewesen? Tiana. 13 Stunden und 52 Minuten. So, als nächstes dann Lufthansa A320 aus Skopje, Nordmazedonien. Und dann der Thünmänner von der Lufthansa aus München. Wow, 1296 Zuschauer. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr da seid. Gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Und wer es noch nicht getan hat, gerne den Kanal kostenlos abonnieren, liebe Zuschauer. British Airways parkt auf Position Echo 2. Und dann haben wir gleich noch eine Korean Air Cargo mit einer 747 aus Amsterdam. Und dann kommt noch die Singapur rein mit dem A350-900. Sehr schön. Und dann noch die Air China in 22 Minuten mit der 777-300 aus Peking. So, wir haben die 1000 Likes geknackt. Ja, das ist ja grandios. Vielen, vielen Dank für über 1000 Daumen nach oben. 1033 sogar. Dankeschön. So, Lufthansa Tüllmänner. Wir müssen eigentlich jetzt gleich stehen bleiben. Ist eventuell Mario Hahn? Nee, oder? Nee, V87. So, als nächstes die Condor in A320 aus Gran Canaria. Upsala, das war zu schnell. Der Wind nimmt wieder zu. Ciao. Ciao, Nobby. Auf jeden Fall. Nobby sagt tschüss. Ciao, ciao. Wir sehen uns. So, Norbert macht Feierabend. So, das nächste 747. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Zeig dich! Mr. Banito haut 5 Mitgliedschaften raus. Vielen, vielen Dank für die mega Unterstützung. Und Glückwunsch an die Gewinner. So, was kommt als nächstes rein? Die Singapur. Und Christa haut nochmal eine Mitgliedschaft raus. Vielen Dank, Christa. Und Glückwunsch an den Gewinner. Ah, Honda 201089. Sei gegrüßt. Oh, Moment, hier haben wir noch die 747. Das Bild nehmen wir noch mit, oder? Was kommt als nächstes rein? British Airways aus London City. Dann eine KLM aus Amsterdam. Und dann die Air China 777. Dann haben wir noch die Vistara in 7 Minuten. Vistara aus Delhi. Ne, aus Mumbai, sorry. So, da muss ja als nächstes die KLM reinkommen. Da haben wir nochmal die Singapur im A350. Ab dem 31.03. kommt die Singapore Airlines wieder mit dem 380. So, als nächstes haben wir dann die Air China, die reinkommt aus Peking. Ach herrlich, die Sonne kommt noch mal raus. Wunderbar. Na, vielleicht haben wir Glück und spotten heute noch ein Eichhörnchen. Und Kerstin haut eine Mitgliedschaft raus. Vielen Dank, Kerstin. Dankeschön. Und wer hat sie gewonnen? Philipp. So, was kommt als nächstes rein? Sehr schön, Vistara aus Mumbai. Die Vistara im Dreamliner 787-9. Auch schon seit 8 Stunden und 6 Minuten in der Luft. Danach kommt noch eine schöne ITA Airways rein aus Rom mit der alten Livery. Oder Alitalia war das, glaube ich, gewesen, oder? Alitalia, genau. Und Florian, Dankeschön für die verschenkte Mitgliedschaft. Ich habe deine PayPal-Donation, den Text gelesen. Am besten du schreibst mir mal auf meine E-Mail. Schau mal in der Infobox unten, da ist meine E-Mail-Adresse. Schreib mich schon mal diesbezüglich bitte mal an. Und dann connecten wir uns. Dankeschön, Florian. Und Glückwunsch an Volker Rose, er hat sie gewonnen. Was ein Verkehr hier. So, was haben wir denn noch hier als nächstes im Anflug? Die Korean Air im Dreamliner 787-9 aus Seoul in 8 Minuten. Da geht die United raus, ja? Wenn ich das richtig sehe. United Airlines. Schönen Gruß an die Lotsen. Es geht nach Washington mit der 777-200. Ist 26 Jahre alt. Sehr schön, da kommt auch die Vistara ins Bild. Die rollt hoch zum Terminal 2. Ah, Dankeschön, Florian. Oh ja, ich sehe sie schon. Dann haben wir die Air Dolomiti auf dem Weg nach Mailand. Ist da überhaupt einer drin? Sah so leer aus. Und ab geht's, take off. Ciao, ciao, guten Flug. So, als nächstes dürfte Lufthansa mit dem A340-300 nach Peking gehen, oder? Oder Peking, oder war es jetzt New York? Ich glaube, es könnte New York sein, New York JFK. So, nächste Landung, was haben wir da Schönes? Die Korean Air, sehr schön. So, Takeoff für den 340er. Auf geht's. Was ein Farbenspiel. Das sieht doch echt gigantisch aus, oder? Wirklich, wirklich toll. Wirklich wunderschön, oder? So, 3 Stunden, da sind wir live. Ich aktualisiere mal ganz kurz, wie viele Likes haben wir denn schon bekommen? Immer diese Werbung. 1220 Likes und viele neue Abonnenten sind dazu gekommen. Wir haben heute die 35.000 K auch geschafft. Das ist echt wunderbar. Ja, ich kann heute leider nicht so lange, also ich kann nicht so lange heute live bleiben. Ich habe heute so mit 3,5 Stunden gerechnet, aber da ich ja heute viel später angefangen habe, wie geplant normalerweise, deswegen kann ich leider nicht mehr so lange live streamen. Also besser gesagt, ich muss Schluss machen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es war heute etwas ein bisschen wackelig mit der Kamera. Ich musste erstmal hier die neue Position und das Ganze hier mit der Kamera einen gemeinsamen Nenner finden. Man muss noch ein bisschen üben. Ja, wenn euch der Livestream gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da, abonniert den Kanal und gerne nach dem Livestream einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr Lust habt, ob euch dieser Sportapoint oder sagen wir mal, dieser Punkt hier, wo ich hier bin, gefällt. Denn ich bin ja ziemlich weit weg normalerweise da, wo ich normalerweise bin. Ich bin nämlich mal hier. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich bin ja normalerweise hier auf diesem Pollern da hinten. Ich will aber jetzt nicht zu lang dahin filmen. Ja, da stehe ich normalerweise. Aber da hat man halt nicht so eine gute Sicht auf die Flieger, die reinkommen. Da ja immer der Baum da im Weg ist, der Ast im Weg ist und diese Position auch meistens immer vergeben ist. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob euch hier dieser Sportapoint, wo ich hier bin, ob der euch gefällt oder ob da auch zu viele Masten. Ich meine, gut, die kann man ja eh nicht wegmachen. Die kann man nicht ändern, aber ich werde vielleicht beim nächsten Mal 3 Meter sozusagen nach oben wieder gehen und von da aus mal die Aussicht oder das Filmen mal probieren, ob das besser ist. Ja, man muss halt probieren, testen, machen und tun. So, genug gebabbelt, genug geschwätzt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Livestream. Macht's gut und bis die Tage. Ciao, ciao.